Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Folge 27 der Reihe über romantische Liebe in der Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts in Europa. Heute soll es um das Thema gehen, das Grauen aus der Gruft. Romantische Liebe, wenn sie wahre Liebe ist, ist ewige Liebe. Eine Liebe, die über den Tod hinaus dauert. Wenn die zwei richtigen Hälften der Menschheit, Mann und Frau, zusammengefunden haben und zu einer Einheit verschmolzen sind, dann kann sie auch der Tod nicht trennen. Und wenn dann der eine von den beiden zuerst stirbt, dann kann es dazu kommen, dass er aus seiner Gruft aussteigt und den anderen am Tag heimsucht oder in der Nacht heimsucht. Die Liebe ruft aus dem Grab. Und die Literatur des um 1800 und 1850 herum ist voll von solchen grausligen Beispielen. Der Amerikaner Edgar Allan Poe ist berühmt geworden für solche Geschichten und wir werden uns das nächste Mal mit zwei Gedichten von ihm beschäftigen, die das zum Thema haben. The Raven und ein weiteres Gedicht. Heute sollen zwei andere Autoren im Mittelpunkt dieser kleinen Reihe stehen, und zwar Charles Baudelaire und Emily Brontë. Baudelaire hat in Les Fleurs du Mal 1857 erschienen ein Gedicht geschrieben, das heißt Le Revenant, das Gespenst. Und darin geht es darum, dass ein toter Geliebter nachts ans Lager seiner jungen, lebenden Geliebten kommt und sie heimsucht und Schrecken verbreitet. Schlangengleich nähert er sich ihrem Lager. Und das Grauen aus der Gruft ist hier ganz deutlich spürbar. Ich lese Ihnen das Gedicht einmal zuerst auf Deutsch vor und dann lese ich es Ihnen auf Französisch vor. Das Gespenst. Bösen Engeln will ich gleichen, fahlen Blicks mich zu dir schleichen, gleiten an dein Lager sacht wie ein Schattenspuk der Nacht. Schenken dir zu tausend Malen Küsse kalt wie Mondesstrahlen, wie die Schlange schlüpfrig feucht, die um Gruft und Steine kreucht. Kommt der bleiche Tag daher, ist die Stelle kalt und leer, bis die Abendnebel braun. Wenn es andre Kunst gelingt, dass dich Zärtlichkeit bezwingt, will ich Herr sein durch das Grauen. Charles Baudelaire, Le Revenant. Comme les anges à l'œil fauve, je reviendrai dans ton alcôve et vers toi glisserai sans bruit avec les ombres de la nuit. Et je te donnerai, ma brune, des baisers froids comme la lune et des caresses de serpent autour d'une fosse rampant. Quand viendra le matin livide, tu trouveras ma place vide, où jusqu'au soir il fera froid. Comme d'autres par la tendresse, sur ta vie et sur ta jeunesse, moi, je veux nier par l'effroi. Das Grauen aus der Gruft, hier ist es deutlich spürbar. Denn der wahre Geliebte sucht seine Liebende heim und verbreitet Grauen wie eine Schlange feucht, gleitet er an ihre Seite. England hat diese Art von Literatur perfektioniert. Das nennt man die schwarze Romantik oder auch in England eben die Entstehung der sogenannten Gothic Novels, der Schauerromane, in denen Nachtgedanken niedergeschrieben werden, die dämonische Todessehnsucht der Helden. Und Sie wissen ja, in England hat jedes Schloss sein eigenes Gespenst.
Und die Literatur des 19. Jahrhunderts erweckt diese Gespenster zu wahrem literarischem Leben. Der Tote, zuweilen auch als Böser, fasziniert das Lesepublikum. Er bricht in die helle Tageswelt ein und verbreitet Grauen und Schrecken. Mit eins der beeindruckendsten Beispiele für diese Art von Literatur auf dem höchsten Niveau ist der Roman von Emily Brontë, Wuthering Heights, 1847 erschienen. Ich habe diesen Roman schon etwas ausführlicher besprochen am 19. Dezember 2018 in einer Zeichensetzung. Es ist die Geschichte zweier Liebender, die zusammengehören wie zwei Teile eines Ganzen, Heathcliff und Catherine. Sie können im Leben nicht zusammenkommen, aber im Tod werden sie sich vereinen, und zwar gerade eben auch im Grab. Catherine hat sich zu ihren Lebzeiten als junge Frau gegen Heathcliff entschieden. Sie hat einen anderen geheiratet, namens Linton. Und Heathcliff ist nun so tödlich getroffen von ihrer Entscheidung, dass er sich an allen, die sie liebt, die ihr nahestehen, rächt, schrecklich rächt. Denn das eigentliche Verbrechen hat sie begangen. Sie hat einen Verrat an der wahren Liebe begangen, und das kann nur durch ein anderes Verbrechen sozusagen gerächt werden. Denn man darf nicht trennen, was nicht getrennt werden darf. Dieser Roman spielt in einer düsteren, wilden Natur, Sturm umtoste Höhen, Felsformationen, Moorlandschaft in West Yorkshire, auch der Heimat der Brontës. Ja, und dann stirbt Catherine und wird begraben. Und später wird ihr Ehemann Linton an ihrer Seite liegen. Aber das wird Heathcliff keine Ruhe bringen. Sie erscheint als Gespenst ihm 18 Jahre lang und zieht ihn in ihr Grab hinab, bis er eben also wirklich stirbt und dann auch an ihrer Seite beerdigt werden soll. Und das ist ein so eindrückliches Beispiel für diese schaurige Szenerie in der Literatur, wie ich sonst eigentlich keins kenne. Und das möchte ich Ihnen nun ausführlich vorlesen, damit Sie auch dieses Vergnügen teilen können. Wir sind am Schluss des Romans angelangt, kurz bevor Heathcliff stirbt. Er wendet sich an einen Besuch und erklärt seine Situation nach dem Tod von Catherine. Ich will dir sagen, was ich gestern getan habe. Ich habe den Totengräber dazu veranlasst, die Erde von ihrem Sargdeckel wegzuschaufeln, und habe den Deckel abgenommen. Ich dachte in dem Augenblick, ich müsste da unten bleiben, als ich ihr Gesicht wieder sah. Es ist immer noch ihres, und der Totengräber hatte seine liebe Not, mich wegzubekommen. Aber er sagte, es verändere sich, wenn die Luft daran käme. Und so machte ich eine Seitenwand des Sarges log und sargeslos und deckte sie wieder zu. Nicht Lindens Seite, verdammt soll er sein. Ich wollte, er wäre mit Blei verlötet. Ich habe den Totengräber bestochen, dass er das Sargbrett wegnimmt, wenn ich erst da liege, und meines auch. So will ich das haben. Und wenn Linton zu uns herüberkommt, dann wird er uns nicht auseinanderkennen. Von jetzt an werde ich viel ruhiger sein, und ihr habt mehr Aussicht, mich da unten stillzuhalten, wenn ich unter der Erde bin. Ihre Ruhe gestört? Nein, sie hat die meine gestört, 18 Jahre lang, unaufhörlich, erbarmungslos, bis gestern Nacht. Und gestern Nacht war ich ruhig. Ich träumte, ich schliefe den letzten Schlaf neben ihr, mein Herz schlug nicht mehr, und meine Backe lag eiskalt neben der ihren. Und wenn sie inzwischen zur Erde oder zu Schlimmerem geworden wäre, was hätten sie dann geträumt? Fragte ich der Besucher. Mich mit ihr in nichts aufzulösen und noch glücklicher zu sein, antwortete er.
Glaubst du, ich fürchte mich vor einer Wandlung dieser Art? Als ich den Deckel hob, erwartete ich so eine Veränderung, aber ich bin froh darüber, dass sie nicht eintreten wird, bevor ich daran teilnehme. Überdies, wenn ich nicht einen so tiefen Eindruck von ihren leidenschaftslosen Zügen empfangen hätte, würde jenes seltsame Gefühl kaum gewichen sein. Es fing merkwürdig an. Du weißt, wie wild ich nach ihrem Tode war und wie unablässig von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen ich um die Rückkehr ihres Geistes zu mir gebetet habe. Ich glaube fest an Geister. Ich bin überzeugt davon, dass sie zwischen uns leben können und es auch tun. Am Tage, als sie begraben wurde, schneite es. Abends ging ich zum Friedhof. Es blies rau wie im Winter. Ringsum war alles einsam. Ich hatte keine Angst davor, dass ihr Narr von Ehemann noch so spät zu ihrem Grabe kommen werde. Und sonst hatte niemand dort etwas zu schaffen. Ich war allein und war mir bewusst, dass nur zwei Ellen lockerer Erde uns voneinander trennten. Darum sagte ich zu mir, ich will sie wieder in den Armen halten. Wenn sie kalt ist, will ich denken, dass es der Nordwind ist, der mich erschauern lässt, und wenn sie regungslos bleibt, dass es der Schlaf ist. Ich holte einen Spaten aus dem Geräteschuppen und begann mit aller Kraft zu graben. Er stieß an den Sarg, da setzte ich die Arbeit mit den Händen fort. Das Holz begann, wo die Schrauben saßen, zu knacken. Fast hätte ich mein Ziel erreicht, als ich einen Seufzer von jemand zu hören glaubte, der oben am Rand des Grabes stand und sich herabbeugte. »Wenn ich dies nur wegschaffen kann«, murmelte ich, »dann wollte ich, dass sie die Erde über uns beide schaufelten«, und zog noch verzweifelter. Da hörte ich wieder einen Seufzer ganz dicht an meinem Ohr. Mir war, als verscheuchte sein warmer Atem für einen Augenblick den eisigen Nachtwind. Ich wusste, dass kein Wesen aus Fleisch und Blut in der Nähe war, aber so sicher, wie man im Dunkeln das Näherkommen eines lebendigen Wesens spürt, obwohl es nicht zu erkennen ist, so sicher fühlte ich, Kathy war da, nicht unter mir, sondern auf der Erde. Ein plötzliches Gefühl der Erleichterung strömte mir vom Herzen in alle Glieder. Ich ließ von meiner verzweifelten Arbeit ab und fühlte mich sogleich getröstet, unaussprechlich getröstet. Ich spürte Catherines Gegenwart. Sie blieb bei mir, während ich das Grab zuschaufelte, und ging mit mir nach Hause. Du kannst lachen, wenn du willst, aber ich war fest davon überzeugt, dass ich sie dort oben auch sehen würde. Ich war mir ihrer Gegenwart so deutlich bewusst, dass ich anfing, mit ihr zu sprechen. Oben in Wuthering Heights angekommen, lief ich zur Tür. Ich sah mich ungeduldig um, ich fühlte sie an meiner Seite. Ich konnte sie beinahe sehen, und doch sah ich sie nicht. Ich hätte Blut schwitzen mögen vor Sehnsuchtsqualen, um im Eifer meiner flehentlichen Bitten einen Blick von ihr zu erhaschen. Er blieb mir versagt. Sie erwies sich wie oft in meinem Leben als mein Quälgeist. Und seit dieser Stunde bin ich immer wieder, manchmal mehr, manchmal weniger, dieser unerträglichen Qual unterworfen gewesen. Wenn ich in ihrem Zimmer schlief, dann wurde ich daraus vertrieben. Ich konnte dort nicht liegen, denn im Augenblick, wenn ich die Augen schloss, war sie entweder vor dem Fenster oder sie schob die Täfelung des Wandbetts zurück oder kam ins Zimmer herein oder sie bettete ihren lieben Kopf sogar auf dasselbe Kissen, auf dem sie als Kind zu schlafen pflegte. Und ich musste die Augen öffnen, um sie zu sehen. Und so öffnete und schloss ich sie wohl 100 Mal in einer Nacht, um immer wieder enttäuscht zu werden. Das Grauen aus der Gruft, das die wahren Liebenden zusammenruft, wenn der eine gestorben ist und auf den anderen im Grab wartet.
romantische Liebe.